Hey, Mister, ganz schön edle Klamotten, die Sie da anhaben. Sie fallen hier auf wie ein bunter Hund, das sage ich Ihnen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht dreckig machen, aber Sie wären bei mir herzlich willkommen. Ist nicht weit. Ich würde den Dreck für Sie runterschrubben. Gehen Sie bloß nicht zu Danny, sonst holen Sie sich noch Malaria. Danke, Madame. Ich bin sicher, Sie würden diese Aufgabe meistern. Bedauerlicherweise wird es jedoch nicht nötig sein. Ihr Angebot war sehr freundlich. Wir sollten besser gehen, Sir. Hier, bitte nehmen Sie den Sovereign als Zeichen meiner Dankbarkeit. Na sowas. Danke, wie großzügig von Ihnen, meine Lordschaft. Gern geschehen, Madame. Madame nennt er mich. Du meine Güte, was für ein Gentleman. Wenn Sie so weit wären, Sir? Ja, gehen wir. Ein bemerkenswerter Mann, dieser Prinz Woodwill. Spricht er doch mit dieser Frau, als wäre sie gleichen Standes. Suchen wir die Betty Street. Lässt sich nicht öffnen. Mein Gott, Holmes! Das ist entsetzlich! Und dieser Gestank! Was ist hier nur vorgefallen? Bleiben Sie ruhig, Watson. Machen Sie sich zu jedem Detail Notizen und rühren Sie nichts an. Gut, Holmes. Der Hundenapf ist leer. Sonderbare Sachen hatte er auf dem Tablett. Ein kleiner Brenner. Kleine verkohlte Kügelchen. Eine Pfeife. Riecht merkwürdig. Es besteht nicht der geringste Zweifel. Den Utensilien auf dem Tablett nachzuurteilen und der Pfeife hat der Mann Opium geraucht. Opium. Ich bezweifle, dass dieser Mann seine Drogen hier hergestellt hat. Dazu braucht man ein richtiges Labor. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest.
Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Was für eine schlimme Wunde. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Was für eine schlimme Wunde. Was für eine schlimme Wunde. Größe 9. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Größe 9. Dieser Verband ist höchstens ein oder zwei Tage alt. Was für schlimme Wunden. Die Hunde müssen Tollwut gehabt haben. Nur ein Hund könnte solch eine tiefe Wunde verursachen. Aber wie es scheint, wurde noch danach an der Wunde herumgebissen. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Dieser Verband ist höchst... Machen Sie sich Notizen, Watson. Derselbe Finger, den wir im Haus des Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Holmes! Das ist ein Hundebiss. Man erkennt die Abdrücke der Zähne. Ein abgerissener Teil eines Briefes. Scheint ein Entlassungsschreiben zu sein.
ein Abzeichen des 58. Infanterieregiments Ihrer Majestät und ein Brief, in dem kurz der Ausschluss aus der Einheit mitgeteilt wird. Er hat 1881 gedient. Zu dieser Zeit war das Regiment in Südafrika stationiert. Kurz war im Burenkrieg. Etwas Fleisch war in diese Zeitung eingewickelt. Das Blut ist noch frisch. Weintrauben? Warum liegen sie hier? Das ist die Zeitung von gestern. Jemand hat Futter für die Hunde gebracht, wahrscheinlich kurz bevor es zu dem Kampf gekommen ist. Und direkt nachdem sie gefüttert wurden, sind sie über den Mann hergefallen, um ihn zu fressen. Unglaublich! Eine Zeitung, die über den Krieg in Südafrika berichtet. Kurz muss das Kriegsgeschehen mit einem gewissen Interesse verfolgt haben. Der Burenkrieg ist eine abscheuliche Sache. Und er tobt immer noch. Meine Deduktionsaufzeichnungen sind unvollständig, Holmes. Ein wichtiges Detail fehlt. Gehen wir zurück ins Hospital und fragen unseren Freund, ob er uns die Leichenhalle für 2 Stunden zur Verfügung stellt. Was haben Sie vor? Ich kann mich nicht zwischen einem Nickerchen und einem Picknick entscheiden. Das reicht, Holmes. Für den nächsten Schritt unserer Ermittlungen kommen wir um eine Autopsie nicht herum, Watson. Und Sie wissen ja am besten, sobald die lebenswichtigen Organe des Körpers nicht mehr funktionieren, zählt jede Minute. Bereiten Sie schon mal die Leichenhalle vor, während ich mich um den Transport kümmere. Wir müssen uns beeilen. Wie Sie meinen. Bis später.